Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Einmal mehr, Herr Witzel, haben Sie hier gezeigt, dass Sie in der Koalition offenbar mehr miteinander reden sollten. Denn ich zitiere Ihren Finanzminister: am 28. Januar 2018 aus einer Agenturmeldung sagt er zu den Schummeleien an Registrierkassen: wir brauchen dringend, Zitat, wir brauchen dringend möglichst einfache, praktikable, gut funktionierende Lösungen, damit wir dem Betrug mit manipulierten Registrierkassen einen Riegel vorschieben können. Und weiter äußert er sich in diesem guter Mann, ja, gutes Zitat. Offenbar klatschen wir da eher dem Finanzminister zu als der eigene Koalitionspartner. Das verwundert etwas. Und Herr Witzel, 5 bis 10 Milliarden Euro Steuer. Ausfälle geschätzt 5 bis 10 Milliarden Minimum durch Steuerbetrug mittels dieser manipulierten Registrierkassen. Die können nicht nur keinen Finanzminister oder eine Landesregierung, heute wird ja Herr Pinkwart dazu gleich sprechen, 5 bis 10 Milliarden Euro, Herr Pinkwart, was könnten Sie in Ihrem Ressort da alles mit Schönes machen? Ja? Das kann eine verantwortungsbewusste Regierung nun nicht kalt lassen. Offenbar sind das für Sie Peanuts, denen es sich wert ist, sich darum zu kümmern. Norbert Walter Borjans, es ist jetzt hier mehrfach gesagt worden, hat 2014 deswegen eine Initiative in der Finanzministerkonferenz ergriffen. Es gab eine gesetzliche Regelung, aber, und das ist eben die Lücke, die nach wie vor bleibt, das, was in Schweden offenbar seit 2010 möglich ist, nämlich verbindliche, manipulationssichere Registrierkassensysteme verbindlich einzuführen, offenbar ist in Schweden da auch die Welt nicht von untergegangen, ist in Deutschland eben noch nicht Standard. Und daher unterstützen wir hier die Initiative der SPD-Fraktion, aber gestatten Sie mir mein Befremden über diese Initiative dann doch noch mal zu äußern. 2014, ein sozialdemokratischer Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, eine große Koalition in Berlin. Wir haben ja nun mal nicht hier die Gesetzeshoheit. Fordert ein sozialdemokratischer NRW-Finanzminister einen CDU-Bundesfinanzminister auf, jetzt doch ein wirksames Gesetz gegen diese Form des Steuerbetrugs zu machen. Wohlgemerkt in einer großen Koalition. Der Herr Schäuble war da ja nicht alleine. Gut, nun ist das Ganze umgekehrt. Nun haben wir einen CDU-Landesfinanzminister, der nun, so können wir es ja der Presse entnehmen, einen SPD-Bundesfinanzminister wiederum in einer großen Koalition doch mal auffordert, jetzt hier mal wirksamere Regelungen zu schaffen und mal endlich in die Pötte zu kommen. Es ist immer noch die große Koalition. Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und von SPD, es wäre, glaube ich, lieber Kollege Weske, zielführender, wenn Sie sich hier nicht über die Jahre gegenseitig auffordern würden, doch endlich mal wirksame Lösungen zu schaffen, sondern wenn Sie einfach mal handeln würden. Und ja, das geht nun seit ein paar Jahren, dieses sich gegenseitig auffordern. Also, Sie sitzen da in Berlin jetzt mit der Großen Koalition, da sitzt ein SPD-Bundesfinanzminister. Machen Sie es doch einfach, dafür brauchen wir eigentlich solche Anträge nicht. Dankeschön.